Mein Name ist Anja Kaiser, bin Vorsitzende vom Landesfachausschuss Säugetiere. Wir beschäftigen uns mit allen Säugetieren, die wir in Brandenburg haben. Ein großes Ziel, was wir momentan haben, ist noch die Erstellung der Fauna von Brandenburg. Wir wollen perspektivisch auch alle Säugetiere ordentlich in der Fauna und die Verbreitung im Land Brandenburg erfassen. Ansonsten geht es uns aber auch um die wissenschaftlichen Untersuchungen der Tierarten und vor allem auch um deren Schutz, dass man auch merkt, wenn jetzt eine Tierart zurückgeht, abnimmt, dass man das rechtzeitig erkennen kann. Ja, beliebt sind sie, weil viele natürlich schon Tiere gesehen haben, sei es jetzt nun Igel oder Eichhörnchen oder auch Wildschwein, die ja durchaus auch in vielen Städten vorkommen oder auch die Füchse in Berlin und dadurch eine engere Beziehung da ist. Sie sehen natürlich auch immer schön niedlich aus und auch gerade dann, wenn noch so schöne Knopfaugen auch bei den Kleinsäugern oder so sind, das ist natürlich auch immer ein Niedlichkeitsfaktor. Oder denk mal an den Fischotter, das ist natürlich was, da schlagen die Herzen höher und deshalb sind sie bei den Leuten sehr beliebt. Aber die wenigsten kennen viele Arten oder könnten auch sagen, welche Arten bei ihnen da, wo sie selber wohnen, vorkommen. Da sie ja doch die meisten Säugetierarten nacht- und dämmerungsaktiv sind und sie gar nicht unbedingt so auffallen und sie dann eher auffallen, wenn sie dann mal irgendwelche Spuren hinterlassen oder Losungen hinterlassen oder mal den Vorgarten durchwühlt haben oder die Maulwurfshaufen im Vorgarten auftauchen. Über manche Arten wissen wir noch sehr wenig, weil manche Arten hat man auch noch vor gar nicht so vielen Jahren erst richtig kennengelernt oder mitgekriegt, dass wir bei bestimmten Arten, dass das nicht eine Art, sondern sich zwei Arten dahinter verbergen. Deshalb wissen wir noch nicht über alle Arten wirklich gut Bescheid und auch nicht, wie es ist sehr schwer zu verfolgen, wie sich die Population entwickelt, ob die stabil bleibt, ob die zurückgeht. Und deshalb stehen diese Arten auch unter Schutz, damit da auch keine Verschlechterung von den Populationen erfolgt. Der Mensch ist eigentlich der Hauptrisikofaktor für die Fledermäuse. Er ist natürlich bei ihren beim Quartier immer darauf angewiesen, dass der Baum, wo er zum Beispiel eine Höhle bezogen hat oder sich auch unter der Rinde sich zurückgezogen hat und dort lebt, nicht gefällt wird. Er ist darauf angewiesen, dass er viele Insekten als Nahrungsgrundlage hat und alle Quartiere, die sich und um Gebäude befinden, sind natürlich immer von baulichen Maßnahmen betroffen, insbesondere Sanierung, Bausanierung. Und wenn dann noch Holzschutzmittel eingesetzt wird, kann das auch oder auch Insektenbegiftungsmittel, kann das für die Fledermäuse tödlich sein. Mit offenen Augen durchs Leben gehen und gucken, was um einen rum passiert, das hilft schon immer ungemein. Und einfach Rücksicht nehmen auf die Natur und der Natur auch ein bisschen Raum zugestehen und nicht überall stören müssen, kann jeder leisten. Und einfach auch gucken, was fliegt überall rum, was kriecht überall rum, das hilft schon ungemein. Und mitmachen kann eigentlich jeder, der Interesse hat, der auch ein bisschen Zeit dafür mit aufwenden kann oder sich da zuständig fühlt, sei es, weil er ein Fledermausquartier unterm Dach mit hat oder sich auch darum kümmert, dass bei ihm in der Nähe ein Biber wohnt oder so etwas und damit einfach ein Auge drauf hat. Deshalb sind wir offen für alle. Es gibt eigentlich viele Säugetierarten, die ich sehr interessant finde. Mein anderes Lieblingstier ist halt noch der Feldhamster, aber das liegt einfach daran, dass ich mich damit auch länger intensiver beschäftigt habe. Und wenn man sich mit einer Tierart intensiver beschäftigt, dann fängt man auch immer sein Herz daran.